So, where we're going with this. Wo wir hinwollen mit der WeirBank ist zunächst in der Phase 3 die Payment-Karte. Where we're going here now with this. Hier durch Phase 4. Is going to be for every member. In der Phase 4 wird jedem Mitglied dann ein monatlicher Betrag in Regut geschrieben. Es ist ähnlich wie das bedingungslose Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. A bit like. So this is coming in with the. Das kommt in der Phase 4. Bedingungsloses Grundeinkommen. That's in that. BG. Yeah. Say BG. So this is what the word. Und das ist etwas, was nach außen verbreitet werden sollte. Wenn jemand Hartz IV bekommt oder in Schwierigkeiten ist oder eine alte Dame. Join. Join us. Sagt ihnen, dass sie uns beitreten sollten. Sie brauchen nicht die Promissory Note zu machen. Zum Beispiel, wenn es sich um eine 80 Jahre alte Dame handelt, wird sie statistisch gesehen wohl kaum noch lange genug da sein, um sie zurückzuzahlen. Auch wenn wir 92-jährige Leute haben, die das gemacht haben. Oder vielleicht hat sie auch jemand anders für sie ausgefüllt. Ich weiß es nicht. Also jeder, der auf Hartz IV ist oder was auch immer, es macht nichts. Kommt an Bord. Sie mögen am Anfang vielleicht sagen, aber wo können wir es denn ausgeben? Aber wo können wir das Geld nutzen, ausgeben? Mögen Sie wahrscheinlich. Sorgt euch nicht. Seid einfach nur ein bisschen geduldig und bis es soweit ist, erhalten Sie jeden Monat den Betrag. Es ist ein Konzept des freien Geldes, von dem behauptet wird, dass es so etwas nicht gäbe. Es wird gesagt, so etwas könnte nicht bestehen, aber das kann es doch. Also, was hier in der Phase 4 kommen wird, fast zeitgleich mit der Payment-Karte, ist zum einen die humanitäre Seite. Wir möchten damit beginnen, Projekte zu unterstützen. Aber in Re. Also, wenn du zum Beispiel ein Gebäude gebaut haben möchtest und du hast das Land und so weiter dazu, dann brauchen wir nur noch die Handwerker zu finden, die prozentual mit Re und anderen Währungen arbeiten. Also, wenn das Gebäude zum Beispiel 100.000 Euro kosten wird, aber du hast nur 50.000, dann kümmern wir uns um die anderen 50.000. Was wir hier also anbieten, ist, wenn Sie sich bei uns registrieren, dass Ihnen, sagen wir zum Beispiel, ein Betrag von monatlich 250 Re dem Konto gutgeschrieben wird. Was wir dann auch noch in dieser Phase machen werden, ist es, die Geschäfte und Unternehmen für den Kartenleser zu motivieren, damit die Karten akzeptiert werden können. Weil es macht keinen Sinn, diese Karte zu haben, wenn sie keiner akzeptiert. So kannst du dann damit deine Pizza, deinen Kebab bezahlen oder was auch immer es sein wird, den Bäcker, Drogerie und so weiter. Die Idee ist es also, Geschäfte dazu zu bekommen, die Kartenleser anzunehmen. Ungefähr wie dieser hier. Es ist keiner wie die für Mastercard und dergleichen. Es hat ganz und gar nichts damit zu tun. Er wird von uns selbst hergestellt. Also, was für Phase 4 vorgesehen ist, ist es, die Geschäfte zu ermutigen, den Kartenleser anzunehmen. Und wie wir das machen, ist Folgendes. Die Geschäfte und Unternehmer haben wahrscheinlich als Unternehmen Geld auf der Bank. Und sie werden wahrscheinlich auch privates Geld haben.
Denn wir haben den Eindruck, dass mit großer Wahrscheinlichkeit wohl ein Währungskollaps, eine Veränderung der Währungen oder eine Wirtschaftskrise ansteht. Entweder künstlich erzeugt oder einfach nur, weil das System kollabiert. Wenn Sie sich nun bei uns als Unternehmen registrieren, versorgen wir Sie mit dem Kartenleser, eventuell für eine kleine Gebühr, aber die wird minimal sein, vielleicht 50 Euro. Was wir dann machen, wenn Sie uns einen Nachweis Ihres persönlichen Vermögens geben, wie zum Beispiel für Erspartes oder Geld, was Sie auf der Bank haben, werden wir es dem Konto bei der WeBank gleichgültig, was dann im System passiert. Egal, was passiert innerhalb des Systems. Die Unternehmen, die ihr Geschäft mit dem Kartenleser führen wollen, brauchen keine Promissory Note zu machen, weil sie sich ja auch kein Geld von uns leihen, da sie ja den Handel betreiben. Trading. Right. Okay. And so, what we'll also do as an incentive to the business, all the employees, Angestellten, we can protect their personal wealth too, if they register. Wenn all die Angestellten dieser kleinen Geschäfte oder die Unternehmen, die dort mitmachen, sich auch bei der WeBank registrieren, dann sind sie in der Lage, auch das Vermögen, Privatvermögen all dieser Leute zu beschützen. Just like us. But what the difference is that they don't know about it. You do. With ein anderes Bewusstsein rein. Für die ist es jetzt nicht, dass sie promissory note, tender notes, sondern sie wollen einfach nur, die haben jetzt ein älteres Ehepaar, die haben gearbeitet, die haben jetzt, was weiß ich, 50.000 auf der Bank liegen und wissen, dass wie das System aussieht, dass es sehr brenzlig wird, wie der Euro da steht und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie ein Konto eröffnen und diese 50.000 werden dann in WE gut geschrieben für die als ein Konto, als ein Sicherheitsnetz. Ja, ich hatte das vorhin mit der Spiegelung gemacht. Es ist wie ein Schutz für apokalyptische Desaster-Szenarien. Apocalyptic or disaster scenario. Do you know what I mean? It's a bit like looking at the argument. Denkt mal, wie das mit dem Bitcoin vor 8 Jahren war. Am Anfang sagten viele, ach, das ist nichts und wird auch nichts. Doch jetzt sieht es aus, als würde es sich so langsam einschleichen. Also das Verkaufsargument für die Unternehmen hier in Phase 4 ist, dass es sie nichts kostet. Alles, was sie zu tun haben, ist zu zeigen, was sie an Gesparten oder Vermögen haben. Und wir beschützen es für sie. Und falls dann wirklich im System etwas schief läuft, ist es in unserer Bank hier vor dem System beschützt. Und da kann nichts schief laufen, weil es eben nicht in Euro, in Renminbi, Rubel oder Federal Reserve Dollar oder anderem ist. Es ist keine dieser Währungen. Also traut euch, schaut es euch an, es kann nichts Schlimmes passieren. Also wenn sie dann anfangen, wenn sich die Rehs anfangen anzusammeln, dann kann man ja auch untereinander die Rehs handeln. Entschuldigung, es ist nicht Crash. Dieses private Vermögen bleibt aber bei den Leuten. Das bleibt auf der Bank, ja. Aber wenn ich gecrashed ist das Geld ja eh. We don't want it. Nothing to do.